Hallo ihr Lieben und willkommen bei einer neuen Folge Let's Play Conan Exiles, der Tag des Patches. Wie ihr seht, fehlen hier so ein paar Leute. Ja, ich hatte euch bei der letzten Folge versprochen, wir gucken uns an, was es in dieser hübschen Höhle zu finden gibt. Aber heute wurde endlich The Frozen North eingepatcht und ich dachte mir, ich laufe mal zurück nach Hause, guck, was sich verändert hat. Ja, ihr seht es, derzeit funktioniert der Homebrew-Mod noch nicht. Das heißt, ich habe ihn deaktiviert. Es ist hier also alles ein bisschen hässlicher und ein bisschen weniger schick als vorher. Damit werden wir erstmal leben müssen. Blöderweise sind halt auch einige meiner Sklaven verschwunden, was mich echt ärgert, denn die waren nicht so leicht zu fangen. Meine Arbeitssklaven sind noch da. Der freundliche Schmied hat hier ordentlich gewerkelt. Huch, außergewöhnlicher Eisenkriegshammer. Okay. Ja, schön. Aber was ich nicht so schön finde, das habe ich auch gerade festgestellt, mein Tänzer ist weg. Der hat sich einfach mal davon gemacht. Und die Tänzerin, die ich neulich mit ziemlich viel Mühe erworben habe, die ist auch nicht mehr da, ganz zu schweigen von meinen Wachsklaven. Immerhin, mein Koch ist wieder da. Ich bin, naja, ne, er ist nicht mehr unsichtbar. Zumindest das hat geklappt. Dafür sind jetzt die Tänzer absent. Also irgendwas funktioniert einfach nie. Wenigstens habe ich mein Bett mit den hübschen Kissen noch. Da bin ich jetzt noch ein bisschen beruhigter, aber Mann, die Tänzer, ich mochte die. Ah. Also ihr seht, es hat sich hier nicht groß was getan in meiner Basis, eben mal abgesehen von den Tänzern und den Wachleuten. Was ihr hier am linken oberen Rand seht, ist eine Anzeige für die Temperatur. Denn die wird in Zukunft doch einen etwas größeren Einfluss auf alles haben, was wir tun. Man kann offensichtlich überhitzen, man kann auch frieren. Im Augenblick jedoch ist die Temperatur, die ich hier so habe, recht brauchbar. Ich habe mir auf dem Rückweg mal so ein paar Schildkröteneier eingesammelt. Ja. Huch, was war denn das mal, als es noch gelebt hat? Keine Ahnung. Erstmal muss ich auf jeden Fall neue Rezepte lernen, denn das haben sie zurückgesetzt. Mal wieder. Alle deine Handwerksrezepte wurden aufgrund signifikanter Änderungen am Fortschrittssystem zurückgesetzt. Da freut man sich. Also auf ein neues. Es ist ja nicht so, als hätte ich das nicht schon 100.000 Mal gemacht. So, dann brauche ich erstmal hier was fürs Überleben. Ich brauche Fackeln. Ich brauche Kisten. Treppen. Rüstungsmacher, sehr wichtig. Das hatte ich auch schon. Leichte Schärpe, leichte Stiefel, leichte Handschuhe, leichter Turban, verbessertes Lagerfeuer. Das ist das Ding, das hier in meinem hübschen, in meinem Basislager steht. Schläger 3, den Steinhammer brauche ich, wenn ich den noch benutzen möchte. Zaun, Handwerksgeselle, auch sehr wichtig. Gerber, Feuerschalenkessel. Oh, violettes Allheilmittel, das ist neu. Okay, Aloe-Extrakt, Gelblotustrank, Echsengift. Ein Gift, mit dem Dolche bestrichen werden können. Okay, das ist interessant. Kann ich Leute vergiften und es gibt sehr, sehr viel Färbemittel. Gott, oh Gott, wie viele sind das denn? Alter Schwede, dunkles, pinkes Färbemittel. Wer möchte denn sein... nee, lassen wir das. Darüber möchte ich jetzt gar nicht spekulieren. Okay, ich brauche einen leibeigenen Fänger, ich brauche den Schmiedekrempel. Wickerworks. Eine fein gearbeitete Schüssel, nee, lass mal, Zimmermann brauche ich. Standfackeln, oh, es gibt neue Sachen. Wandkohlepfanne, eiserne Kohlepfanne, stygische Kohlepfanne. Stygische Dreifußkohlenpfanne, okay, das nehmen wir. Bettenmacher, auch schön. Ja, Kissenmacher ist total sinnlos, aber egal, ich lerne es trotzdem. Die Eisenpike ist eine super Sache. Huch, Fur Chest Armor. Okay, das ist irgendwas Neues. Verstärkter und pelzgefütterter Brustpanzer. Okay. Ich habe noch 105 Punkte. Ich denke mal, da werde ich so ziemlich alles lernen, was man hier so lernen kann. Was muss ich denn dafür können? Mittelschwerer Harnisch muss ich können, okay. Das kriegen wir hin, hoffe ich doch mal.
Denn das habe ich nämlich auch gelernt gehabt. Das war sehr praktisch. So, was gehört denn hier noch dazu? Mittelschwere Kapuze. Wo ist denn der Harnisch? Da. Zopp. Und jetzt muss ich das hier auch noch lernen. Extra. Ui, das finde ich jetzt aber nicht sehr schön. Okay. Fellgefütterte Stiefel. Fellhandschuhe. Ah ja, Aufzüge sollte ich vielleicht auch noch lernen, aber zuerst noch den restlichen Fellkram. Fellhelm mit Hörnern, oh Gott. Hallo. Fischfalle, okay. Cool, das kann man auch brauchen. Was fehlt denn jetzt hier noch? Ingenieur? Ach nee, das ist dieses Belagerungszeug, das brauche ich hier erstmal nicht. Weep. Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Irgendwas Wichtiges? Nee, Steinschwert, Steinkeule brauche ich eigentlich auch nicht. Also wenn man das hier irgendwie mal ein bisschen... Ah ja, Fur Wraps, okay. Zeug, das man sich einfach anzieht. Okay. Journeyman Mason, was lerne ich denn dazu? Ah, isolierte Holztürrahmen und so, das sollte ich vielleicht auch mal können. Sehr fein. Flüssigkeitspresse. Okay. Eine manuelle Pressmaschine. Wüstenbeerenbrei. Hochlandbeerenbrei. Okay. Nehmen wir. Kann man vielleicht für irgendwas brauchen. Handwerksmeister für Stahl. Ne, das ist mir jetzt noch ein bisschen zu krass. Was ist das hier? Mahlstein. Das kann man vielleicht auch für irgendwas brauchen. Und einen Brunnen nehme ich mit. So, was haben wir denn hier noch? Rad der Schmerzen. In besser. Das ist das Größere. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ich hoffe mal, ich habe da das Kleine zumindest. Ja, einfaches Rad der Schmerzen habe ich gelernt. Okay, dann werden wir jetzt mal diesen ganzen Tier-2-Kram auch noch. Große Truhe brauche ich auch noch. Dann lerne ich das hier mal. Ziegeltorrahmen. Nee, Tor brauche ich eigentlich auch nicht. Hier muss man schon gut aufpassen. Ein Herd. Oh, dafür muss ich das große Feuer lernen. Habe ich das nicht gelernt? Nee, anscheinend nicht. Ziegelherd, das klingt interessant. Oh, da kann ich richtig geile Sachen inzwischen kochen. Das ist auch neu. Gekochte Eier, dampfend heiße Eier, wahrscheinlich Turtle-Eier. Oh je, ihr armen Turtles, ihr tut mir jetzt schon leid. Ich werde ziemlich viel eure Freunde essen. Improved Fur Chest Armor, nee, das brauche ich jetzt erstmal nicht. Wo sind denn hier so diese... Habe ich das hier automatisch dadurch schon gelernt? Ja, habe ich. Oder? Hoffe ich doch mal. Gut. Oh, das haben sie dann auch irgendwie umgebaut. Das heißt, man hat es ein bisschen leichter inzwischen. Holzregal, Bandagen, Verbände aus Stoff. Okay. Das nehme ich doch. Imker. Ein Stock voller emsiger Honigbienen. Ist auch so ein Ding, was man vorher im Homebrew-Mod hatte. Improved Fur Boots? Nee, das lasse ich jetzt erstmal. Jetzt habe ich noch 15 Sachen übrig. Das spare ich mir jetzt erstmal, falls ich noch irgendwas direkt brauche. Master Mason, das ist dann für die Tier 3 Sachen. Das haben sie alles nicht mehr extra. Das ist ja mal geil. Cool. Das heißt, man spart eine Menge Punkte, wenn man den ganzen Krempel nicht extra nehmen muss. Finde ich gut. So, Trommeln? Nee, lass mal das mal. Eiserner Kriegshammer. Und führe mich nicht in Versuchung. Die Aufzüge schalte ich noch frei. Die hatte ich nämlich vorher auch. Aber das war es jetzt erstmal. Wie gesagt, ein paar Punkte will ich mir noch aufheben, falls mir irgendwie noch was auffällt, das mir fehlt. So. Oh, mittlerweile ist es Nacht geworden. Ich habe Durst und Hunger. Okay, dann trinken wir erstmal was. Und irgendwas essen sollte ich dann vielleicht auch. Also. Ich werde in den Norden müssen und mal gucken, was mich das alles kostet zum Craften. Also ich möchte schon ein paar Sachen mitnehmen. Wieso gibt es hier keine Bilder? Rezept irgendwas? Oh je, ist das noch irgendwie aus dem Homebrew-Mod? Ich hoffe mal nicht. Scheiße. Okay. Ich möchte mir ein paar Materialien auf jeden Fall mitnehmen, wenn ich schon in den Norden gehe. Also zumindest so ein Feuerchen oder ein, zwei kleine Feuer, damit ich ein bisschen zwischendrin auch rasten kann. Was kosten denn die isolierten? Oh, toll. Geformtes Holz und Eisenverstärkung. Okay.
Gut, dann werden wir jetzt mal ein bisschen Zeug anwerfen, weil ich fürchte, ich habe nichts mehr auf Vorrat. Hätte ich das mal gewusst. Nee, das sieht schlecht aus. Boah, irgendwie dauert das ewig, bis das jetzt hier angeht. Stein. Oh, sie haben die Grafik verändert. Das sieht jetzt auch ein bisschen anders aus als vorher. Okay. Alter, wie lange braucht das denn? Okay. Gut, freundlicher Eisentyp, du darfst ein bisschen craften, denn wir brauchen eine Menge, Menge von den Dingern hier. Der könnte einen eisernen Kriegshammer herstellen, aber nee, das wollen wir nicht. Mal schauen, was brauchst du? Wir brauchen eine Menge geformtes Holz. Oh, wir haben schon eine Menge. Aber das ist jetzt nicht schlecht. Dann lasse ich noch ein bisschen mehr herstellen. Das kann ich dann schon gleich mal mitnehmen. Zwirn habe ich da noch genug? Was auch immer diese Schattendinger sind. Wahrscheinlich irgendwelche Items von vorher. Naja. So wie ich das sehe, muss ich hier erstmal aufräumen. Denn mein ganzes Lager ist hier mit Zeug versaut. Und ich habe die starke Befürchtung, dass der Weg recht weit sein wird. Das heißt, ich muss doch einiges mitnehmen. Also wir befinden uns hier. Übrigens ist der Ort, wo meine Insel hier steht, auch ein Sightseeing-Punkt namens die Wächter. Das ist auch neu dazugekommen. Ich möchte da oben hin. Das heißt, ich könnte versuchen, den Fluss hier entlang zu gehen. Also hier so. Naja, genauer gesagt hier hoch, dann hier rüber und dann hier so entlang. Dort hinten habe ich ja noch mein extra Lager. Da könnte ich auftanken und ein bisschen ausruhen. Aber ich habe absolut keine Ahnung, was mich hier erwartet, ob ich da überhaupt rüberkomme. Aber ich werde es auf jeden Fall versuchen. Weil das sieht hier aus, als wären es irgendwelche Befestigungen und irgendwelche komischen Durchgänge und irgendwelche sonstigen Dinge, die ich nicht so schön finde. Zum Schwenken. Huch! Ach ja, stimmt. Ich kann ja hier Markierungen hinzufügen. Ja, warte mal. Wo hatte ich das denn? Hier ist mein persönliches Lager. Hier oben ist mein. Ich mache hier mal eine zweite Markierung. Wo packe ich das denn hin? Was nehme ich denn hier? Ich glaube, ich nehme das hier. Ich nenne das mal Wüstenlager. Und hier oben ist das Flusslager. Hier in dem Ding. Finde ich aber auch sehr gut, dass man auf der Karte inzwischen eigene Dinge eintragen kann. Das erleichtert die Navigation doch enorm und ich bin verdammt froh, dass ich das Ding hier gebaut habe. Hätte ich das mal vorher gewusst, hätte ich wahrscheinlich noch mehr gemacht, aber. Ah, hier Anhöhe des Schamanen. Das ist das Ding, wo der komische Jog-Anhänger war. So, dann lass uns hier mal noch ein bisschen Zeug hacken. Ein bisschen Stein. Und dann werde ich ein bisschen Holz hacken müssen, um mir noch ein paar Vorräte zu basteln, also ein paar Feuerchen auf Vorrat. Weil wenn das tatsächlich so kalt dort oben ist und ich fürchte, das Temperatursystem wird da das ein oder andere an Problemen mitbringen, ist es nicht verkehrt, wenn ich tatsächlich mal so ein, zwei Feuer auf Vorrat mitnehme. Mit einem, was? Mit einer Pickelrinde von Bäumen schaben? Okay. You are over encumbered. Ja, leck mich doch. Ich encumber dich auch. Oh, das sieht man inzwischen hier. Guck mal. Wow. Das ist neu. Ja, dann schleiche ich mich jetzt mal so langsam voran. nicht so gut. Ist die Kiste jetzt irgendwie mit leeren Platzhaltern voll? Ja, stimmt. Das sind diese ganzen Platzhalter aus dem Homebrew-Mod. Scheiße. Okay, muss ich irgendwie versuchen, das anders hinzukriegen. Ich bin mir jetzt nämlich nicht sicher, ob ich das Mod danach nochmal benutze. Waren einlagern? Hä? Okay, das ist auch irgendwie neu. Anscheinend möchten sie einen mit einem kleinen Spieltutorial oder so bedenken, keine Ahnung. Boah, Alter, wie lange dauert das denn? Ist ja schlimm. So. Komm, Junge, du darfst hier noch mal ein bisschen was wursteln. Mal schauen, wie weit bist du? 4 Stück. Okay. Ich fürchte, das wird jetzt so ein bisschen unschön.
Ah, nicht so toll. Gut, steckt man nicht drin. Hier drüben sind wenigstens meine Turtles noch da, bin ich nicht ganz so einsam. Ja, das ist hier irgendwie so doof. Ich hatte hier eine kleine Siedlung und ein paar Leute da drin und jetzt sind die alle weg. Jetzt muss ich alle Sklaven neu jagen, fürchte ich. Wahrscheinlich sind die nächsten Tänzer, die ich dann irgendwie zusammenkriege, nicht so hübsch wie meine alten. Ich mochte doch den Schwarzen. Der sah so klasse aus. Vor allem, er hatte echt gute Moves. Also ich weiß nicht, was der jetzt war. Stygia? Ich glaube nicht. Nee, Quatsch. Der war ein Dafari. Und sie war eine Zamorianerin oder so? Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall waren sie schick. Ich möchte meine Sklaven wieder haben. Das finde ich echt doof. Immerhin, ich habe solche Anstrengungen gehabt, die zu fangen. So, ich fürchte, das hier werde ich aber nicht mehr los. Das nervt mich so ein bisschen. Jetzt mache ich erstmal einen Schwung Zwirn, denn den werde ich auch brauchen. Wo ist denn das Rezept für Zwirn? Hallo? Oh, hier. Oh, toll, ganz unten. Yay. Oh, man braucht nicht mehr so viel. Man braucht nur noch drei. Geil. Naja, wenigstens ist das dann nicht mehr ganz so nervig. Oh. Aber trotzdem, ich vermisse meine armen Sklaven. Ich mochte die. Naja. Aber so ist es halt, wenn irgendwelche Updates dazukommen und man sein altes Savegame behalten möchte. Man muss irgendwelche Abstriche machen. Immerhin ist das jetzt nicht so wie bei Conan Exiles, sage ich schon. Bei Crusader Kings 2. Weil ich das mit verschiedenen Kumpels zusammen zocke. Upsa. Nein, du sollst schon die Hacke benutzen, nicht die Faust, Mädchen. Und ich hatte mit einem Kumpel zusammen ein richtig, richtig langes Spiel. Da waren wir die Wikinger und haben ganz Europa für uns erobert. Und da kam dann natürlich noch ein ganz toller neues DLC dazu. Und danach konnte man das einfach nicht mehr spielen, weil sich die Spielmechaniken zwischendrin dermaßen verändert hatten, dass es eine totale Katastrophe war. Ich habe dazu auch mal einen Artikel auf meinem Blog geschrieben, Never Change a Running System. Und das war wirklich eine totale Katastrophe. Wir hatten am Anfang ganz Europa, naja, nicht ganz Europa, aber einen guten Teil davon unter unseren Unterkönigen aufgeteilt. Es hat wunderbar funktioniert, alle waren zufrieden. Dann kam das neue DLC und zack, hatten wir einen Krieg nach dem anderen mit unzufriedenen Vasallen, die dann eben alle die Krone haben wollten und uns scheiße fanden und ei, es war nicht lustig, echt nicht. Muss man durch. Ich gucke mal, ob ich das jetzt irgendwie wegwerfen kann hier. Spacebar. Okay, schmeißt er das jetzt automatisch raus? Ja, yep, da ist eine Beutetasche. Okay, ich kann zumindest diese ganzen Sachen loswerden, wenn ich das möchte. Ja, ich weiß, ich bin overencumbered. Der Leuchtschleim ist noch da, die Dinger aber nicht, was auch immer es ist. Wo ist es denn jetzt hin? Das kann ich nehmen und ich kann's. Ah, okay, das ist jetzt neu. Ist alles mit Spacebar. Was soll das denn? Und wenn ich das anklicke und sage Spacebar, dann schmeißt das auf den Boden. Naja, gut, das ist ein bisschen simpler als vorher. Ja, da muss ich mir aber auch erst dran gewöhnen. Und eine Sache ist noch, die ich nicht ganz so glücklich finde. Man kann mit Waffe in der Hand nicht mehr rennen. Das haben sie inzwischen auch irgendwie geändert, weil es wohl auf PvP-Servern ziemlich missbraucht wurde. Aber liebe Leute, das kann doch einfach nicht sein, dass man mit einer Waffe in der Hand nicht schnell vorankommen darf. Sorry, aber ne, ich sag dazu nur Mittelalter, Leute in Vollplatte, die in etwas größerer Geschwindigkeit durch die Gegend gerannt sind, um zu kämpfen und möglicherweise auch zu überleben. Insofern muss das echt nicht sein. So, dann schmeißen wir mal den ganzen Krempel hier. Nee. Oh, inzwischen muss ich hier auch die Spacebar nehmen. Gott. Ich bin daran gar nicht gewöhnt. What? Alter, was soll das denn? Oh, Mann. Oh Mann, ich drücke zu viel Spacebar, glaube ich. Ich muss warten, bis das hier leuchtet und dann kann ich hier weiter drücken. Alter.
Warum tut ihr sowas, Leute? Warum? Das ist nicht nett. So, das jetzt noch und das da. Und die Kohle. Und das da. Und die Rinde tun wir auch noch weg. Genau. So, dann möchte ich hier erstmal raus. Oh Gott, die Steuerung ist jetzt so richtig furz. So, das kann ich auch reparieren. Knüppel? Was brauche ich denn so Knüppel reparieren? Nix, okay. Das kann ich nicht reparieren. Ah, hier wird jetzt angezeigt, wie lange die Fackel noch brennt. Die kann nur 2,30. Das ist jetzt nicht so sonderlich viel, aber da muss ich jetzt durch. Die nehme ich mit. Mehr Fackel kann ich mir gerade nicht leisten. So. Eieieiei. Bin ich immer noch overcumbered? Kann doch nicht sein. Okay, bin ich nicht mehr. Schön. So, dann haben wir das hier. Was ist hier noch drin? Nichts Besonderes. Ich parke mal die restlichen Steine hier. Das hier. Kann ich das... Okay, ich kann das nicht mehr aufteilen, solange ich irgendein anderes Handwerksding offen habe. Alter Schwede. So. Plöpp. Die hier lasse ich mal da. Ja, ich weiß, ich schmeiß das jetzt hier alles irgendwie wild rein, aber es ist jetzt... Es geht gerade nicht anders. Also meine ganze Ordnung hier ist ein bisschen im Arsch. Ich nehme etwas Eisen mit, damit ich reparieren kann. Und hoffe einfach, dass ich dadurch nicht so total überladen sein werde. Das hier nehme ich auch mit. Gegengift nehme ich auch mit. So, was haben wir denn jetzt hier Schönes? Hast du ein paar 11 Stück? Okay, das lohnt sich irgendwie so gar nicht. Was soll's? Wisst ihr was? Ich gehe jetzt einfach mal los. Ich habe ja 2 Posten und das sollte eigentlich klappen, das bis dorthin zu schaffen. Zumindest bin ich jetzt sehr starker Hoffnung, dass das klappt. Ich werde noch, stimmt, Ersatzklamotten, damit ich nicht in der Wüste überhitze. Denn es hängt wohl auch an der Kleidung, wie heiß es einem in der Wüste wird. Ich nehme das mal mit. Nee, das brauche ich nicht. Leichte Schärpe, leichter Brustpanzer, grobe Fußwickel. Na, besser das als nichts. So, wir müssen jetzt hier nach oben. Puh, na das wird jetzt ein Abenteuer. Aber ich freue mich drauf, weil dem Spiel hat ein bisschen eine Herausforderung gefehlt. Zumindest wenn man dann halt doch erstmal alles gebaut hat und sich ein bisschen arriviert hatte und so weiter. Finde ich schön, dass sie jetzt durch dieses Temperatursystem den Schwierigkeitsgrad etwas angehoben haben. Schauen wir mal, wie gut ich zurechtkomme. Vor allem, wie das mit den Hyänen wird, denn hier sind ja auch arg viele unterwegs. Aber ich muss es ja erstmal dort oben in die Wüste schaffen und dann durch die Wüste und dann den Fluss entlang. Und ja, ihr merkt, die Folge ist ein bisschen länger als sonst. Ich möchte dieses Mal einfach tatsächlich in den Norden kommen. Die ganzen Präliminarien sind ja jetzt einigermaßen erledigt. Ich weiß, es ist schwachsinnig. Hier sieht man es schon. Wir sind hier tatsächlich schon am Heizen. Okay, dann ziehe ich das mal hier aus. Vielleicht wird es weniger schlimm. Alter, okay. Ja, gut. Also diese Sonne da oben, die zeigt einem wohl an, wie viel Hitze man gerade ertragen muss. Ist ja auch nicht ganz so voll irgendwie. Waren hier nicht ein paar mehr Viecher? So das letzte Mal, als ich hier durch bin. Ich glaube, sie haben die Viechermenge ein wenig relativiert. So, mal gucken, wie schnell das hochtickt, wenn ich hier unterwegs bin. Naja, das geht ja noch. Wahrscheinlich
Oh, keine Ausdauer mehr. Hoppala. Puh. Das ging jetzt richtig schnell, du lieber Himmel. Manometer, ich will doch einfach nur ein bisschen laufen. Also ich hoffe ja mal, dass das irgendwie klappt, dass ich da hinkomme. Denn wir möchten ja gerne den Frozen North ein bisschen erkunden. Wir möchten gucken, was es dort alles gibt. Ich möchte mir vor allem da nicht den Arsch total abfrieren. Möhe. So. Okay. Ist hier irgendwie. Hier ist kein einziges Tier. Das finde ich jetzt irgendwie sehr seltsam. Aber das macht nichts. Wir bewegen uns jetzt hier einfach in Richtung Posten. Noch bin ich ja einigermaßen gut bei Wasser. Wenn ich hier durch die Wüste rennen muss, wird das wahrscheinlich ganz schnell anders werden. Weil es ist warm und da vorne sehe ich schon eine nervige Hyäne. Überhitzt 1, okay. Boah, alter Schwede. Das geht ja richtig schnell. Okay. Muss ich mal gucken, dass ich hier schnell rauskomme. Wow. Überhitzt 2. Okay, gut, dann trinken wir jetzt mal was. Vielleicht ist das dann nicht ganz so schlimm. Boah, alter Schwede, du. Wüste ist ja jetzt richtig unschön. Dum-dum-dum-dum. Da wird schon gleich die Musik krasser. Okay. Also sobald ich trinke, geht es mir besser, so wie es aussieht. Aber das ist ja schon ganz schön hart. Und ich packe automatisch die Waffe weg, wenn ich mich hier irgendwie ins Rennen begebe. Okay. Ja, ist ja gut. Ich trinke ja schon was. Alter, wie warm ist das denn hier? Ich gehe jetzt hier gleich wieder in den Fluss, ins Flusstal runter. Boah. Mensch, Leute, ich laufe schon in den leichten Sachen rum. Soll man hier nackt durch die Wüste? Das kann es ja eigentlich auch nicht sein. Oder ist das Rennen das Problem? Ah ja. Ja, ist ja schon gut, Kackviech. So, schauen wir mal. Ich nehme mir etwas. Oh, hier ist das. Hier ist die Witterung wieder okay. Gut. Irgendwie sind es weniger Tiere als sonst. Ich hätte es nicht gedacht. Krass. Haben Sie das jetzt hier irgendwie ein bisschen reduziert? Damit man hier ein bisschen besser langkommt oder so? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, wo bin ich? Okay, es dauert nicht mehr lange. Wir haben unser Dings erreicht. Dann muss ich allerdings erstmal ein bisschen Essen kochen. Fürchte ich. Um ein bisschen Vorrat zu haben. So, aber ich trinke jetzt erstmal was. Ist immer gut, wenn man auffüllt, sobald man kann. Eieieiei. Na gut, aber hier so den Fluss entlang zu laufen, finde ich jetzt auch gar keine schlechte Taktik. Hier sind zwar eine Menge Viecher, aber ich hoffe einfach mal, dass ich sie umlaufen kann. Zumindest weitgehend. Uah. Alligator! See you later, Alligator! Oh, da ist auch noch einer. Okay, ich laufe hier jetzt ordentliche Schlangenlinien, damit mich die Alligatoren nicht fressen. Aber ich fürchte, ich werde nicht umhinkommen, das Viech da vorne zu töten. Weil das steht ganz schön im Weg. Boah! Folgt er mir! Alter! Bitte nicht! Geh weg! Oh, mir wird langsam kalt. Okay. What? Ich laufe jetzt hier in mein kleines Häuschen, dann kannst du mich mal. Keine Ausdauer mehr. Ich verstecke mich da jetzt drin. So, ist er noch hier irgendwo? Der wütende Elefant. Alter Schwede.
Röhr? Geh weg! What? Wieso ist der hier noch da? Was bist denn du für ein nerviges Kackvieh? Okay. Muss ich den jetzt töten? Ich fürchte schon. Wo ist denn jetzt der schlecht gelaunte Elefant? Nee, das ist ein Alligator, okay. Ist ja auch fies, dass ich jetzt hier gerade den Trick benutze, dass man von oben auf die Viecher runterpieksen kann. Eieiei. Okay. Also wir haben es zumindest hier bis zur Zuflucht geschafft. Es ist nicht mehr so weit. Aber ich muss jetzt erstmal Essen kochen. Wo hatte ich denn hier? Ah ja, hier ist das Lagerfeuer. Cool. Es ist immer noch da. Gott sei Dank. Okay, das schmeißen wir mal weg. Und dann machen wir mal Essen. Alter Schwede. Das ist ja richtig die Party hier. Hätte ich nicht gedacht, dass das so krass wird. Also dieses neue System finde ich doch sehr amüsant. Komm, hier kannst du noch was trinken. Warum ist es hier so heiß? Ich meine, hallo, wir sind hier im Schatten. Sind das die Berge, die das so heiß machen? Egal. Das können wir jetzt mal wegschmeißen. Diese komischen Knochen schmeiße ich auch mal weg. Das ist so viel Fleisch, das brauche ich eigentlich nicht. Nee, das brauche ich auch nicht. Also ich koche jetzt diese Dinger durch und dann ist fertig. Ah, wieso bin ich jetzt so erhitzt? Das verstehe ich nicht. Ich meine, hallo, ich stehe hier mitten im Teich. Leute, das ist irgendwie ziemlich bescheuert. Sorry, aber nee, das macht keinen Sinn. Ich hoffe mal, dass sie das hier noch irgendwie korrigieren. So, jetzt muss ich da hinten irgendwie entlang kommen, idealerweise. Oh, weia. Na, schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Okay. Ich bin richtig durstig hier. Krass. Hätte ich nicht gedacht. Und das Kochen braucht halt auch irgendwie eine halbe Ewigkeit. Ihr Lieben, ich mach mal eben Pause. Und warte, bis das Essen fertig gekocht ist. Und dann gehen wir weiter. So, ihr Lieben, jetzt machen wir mal weiter. Weil ich möchte jetzt ehrlich gesagt auch nicht ewig darauf warten, dass hier so ein bisschen das Essen fertig wird. Ich habe mir jetzt einfach mal 5 Steaks mitgenommen und lasse den Rest braten. Ich schätze mal, ich komme hier sowieso in absehbarer Zeit wieder zurück. Mal gucken. Jetzt hier so den Fluss entlang. Also es sind definitiv weniger Tiere. Ich weiß nicht, ob das jetzt an den diversen Mods liegt, die ich deaktiviert habe, oder ob sie das jetzt tatsächlich so gemacht haben, dass man hier besser durchkommt. Aber bisher scheint mir das doch eine recht sichere Art und Weise, wie man hier durchkommt. Okay. Das sieht jetzt nicht so sehr vertrauenerweckend aus mit der Höhle. Wow. Okay. Die besuche ich heute nicht. Die ist mir zu ungesund. Das sieht echt aus wie eine fiese Krallenhand. Alter Schwede. Yes, das Maria. Gut. Gehen wir weg und machen uns irgendwelche anderen schönen Gegenden zu eigen. What? No! Geh weg! Lass mich in Frieden, blöde Spinne. Niemand ist dein Feind. Bleib einfach dort hinten irgendwo. Ich mag dich nicht. Du bist doof. Ich hoffe mal, ich komme noch weg von dir, bevor du mich verkrüppelst. Okay, es wird jetzt wieder heiß. Okay. Aber man kommt hier zumindest... Wow! Shit! Wow. Geh doch einfach fort. Niemand mag dich. Niemand. Ich hau einfach mal hier so über die Gegend ab. Es gibt einen Wasserfall. Ich hoffe mal, die blöde Spinne hat jetzt aufgegeben. So, gucken wir doch mal, wo ich hier lang muss. Alter, wie lange rennt die einem hinterher? Gott, können die Viecher nicht mal irgendwie früher aufhören? Also, dass die so eine krasse Akku-Range haben, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Boah. Also momentan flüchte ich hier eher in den Norden, als dass ich den Norden irgendwie für mich erobere. Ich fürchte, das wird hier jetzt ein bisschen blöd. Eieiei, okay.
Komme ich hier überhaupt hin? Das sieht schlecht aus. Puh. Ist das hier eine Mauer? Alles eingemauert irgendwie. Ich fürchte, das wird so nichts. Puh. Okay. Da müssen wir wohl irgendwie einen anderen Weg finden, um dorthin zu kommen. Und es ist im Wasser super warm. Okay. Ist hier irgendwie ein, keine Ahnung, Vulkan oder so? Boah, was ist das hier für eine scheiß Gegend? Ich will doch da nur hin. Kommt Leute, das kann doch nicht sein. Gebt mir doch einfach nur einen Eingang. Es kann doch nicht sein, dass es zu diesem Biom irgendwie nur ein oder zwei Eingänge gibt oder so. Das wäre doch so ein bisschen doof. Okay, ihr Lieben, ich fürchte, das wird in dieser Folge erstmal nichts mehr. Ich hab's versucht. Ich sehe hier auch einfach keinen Weg. Ich fürchte, wir müssen mal gucken, ob es hier irgendwie geht. Dum-di-dum. Zumindest habe ich erstmal keine so krassen Hitzeprobleme durch meine gemischte Ausrüstung. Aber das könnte auch schöner gehen. Ich meine, das sieht so ein bisschen unschön aus. Egal. Ich gehe jetzt mal hier in den Schatten. Demnächst kommt die Nacht und es wird dunkel. Und gefährlich, denn die Nacht ist düster und voller Schrecken. Wow! Du bist hoffentlich kein Killer-Emu, der mich nur töten möchte. Oh, ist da drüben ein Durchgang? Ist das ein Durchgang? Ja! Geil! Schauen wir doch mal, ob ich das schaffe, dort reinzukommen. What? Wieso bin ich jetzt schon wieder überhitzt? Ich lauf doch da nur, Leute. Das kann doch eigentlich nicht sein. Okay, das ist ein Camp. Wir schaffen das noch. Irgendwie. What? Okay. Ich lauf da jetzt durch. Scheiß drauf. Egal. Ich will den Norden wenigstens kurz geschmeckt haben, kurz gesehen haben oder wie auch immer. Ist mir wurscht, was mich da jetzt verfolgt. Uah. Oh Gott, wie viele Leute sind das? Oh. Okay, nicht gesund. Nicht die beste Gegend. Oh, fuck. What? Okay, fiese Sklavenarena. Da will ich doch gar nicht hin. Leute, lasst mich doch einfach in den Norden. Wow, fuck. Was bist du? Bist du ein Werwolf oder so? Scheiße! Oh Gott, und ich habe sowas von keine Ausdauer. Ah! Autsch! Au! Gott, lasst mich doch leben! Ich will doch gar nichts von euch! Uah. Oh fuck, ich sehe ja noch nicht mal mehr was. Ah! Dunkle Nächte und so sind schon. Oh, scheiße. Okay, egal. Augen zu, durch. Was soll's? Das schaffen wir noch irgendwie. Au! 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 Uah. Gott, wo sind wir hier überhaupt? Oh shit, wir sind voll in die falsche Richtung gelaufen. Ah! Scheiße. Okay, Leute, ich glaube, meine Expedition in den Norden ist so ein bisschen... nein, da wollte ich jetzt auch nicht hin. Ist so ein bisschen sinnfrei gewesen, weil es hier einfach keinen gescheiten Durchgang gibt. Bin ich jetzt wieder im Norden unterwegs? Ja, zumindest das passt. Aber ihr Lieben, ich werde jetzt hier einfach mal kurz Pause machen. Genauer gesagt, in der nächsten Folge weitermachen, denn das sieht hier irgendwie ziemlich ungesund aus. Ich sehe nichts, es ist düster und irgendwie will uns alles hier töten. Ja, wir sind richtig in einem Survival-Spiel, alles will uns wieder töten. Das war so die letzten paar Mal einfach zu gemütlich, glaube ich. Oh, Jesus, Maria und Josef. Das wird noch sehr lustig, fürchte ich. Selbst hier mitten in der Nacht ist es noch verdammt heiß. Ich bin voll überhitzt. Das ist nicht so schön. Wow. Also, ihr Lieben, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ich weiterhin versuche, in den Norden zu kommen und dabei nicht zu sterben. Macht das gut bis dahin.
Lasst es euch gut gehen. Vielleicht habt ihr bis dahin auch schon ein bisschen hier gezockt, wer weiß, und könnt mir eure Erfahrungen von eurem Weg in die Wüste und in den Norden berichten. Ich lasse mich da ganz überraschen. Habt auf jeden Fall eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.